Die Digitalkarte ist eine Angstkarte, weil sie jedes Mal, wenn sie eine Selbstverständlichkeit mitteilt, wie zum Beispiel Menschenwürde ist im digitalen Raum geschützt, damit unterstellt, dass sie das nicht ist. Ja, Sarah Silverman, die Komikerin aus Amerika, die hat ein schönes Stück gemacht, wo sie sagt, wenn du unter die Dusche gehst, schaue ich nicht in dein Tagebuch. Und die Reaktion ist natürlich, wie willst du in mein Tagebuch schauen? Ja, also durch solche Selbstverständlichkeiten schürt man Ängste der Menschen vor der Digitalisierung. Die Grundrechtecharta stellt die Grundrechte quasi auf den Kopf. Grundrechte sollen ja gegen den Staat helfen. Künftig werden Grundrechte dann aber private unmittelbar binden. Der Staat muss also jedes Mal entscheiden, wer nun gerade Recht hat und wessen Position sich durchsetzt. Das stärkt den Staat und führt zu einer Art, ja, milder Form von Totalitarismus. Im Internet gibt es viele beunruhigende Entwicklungen. Wir haben Hassrede, wir haben die Debatte um Fake News und selbst wenn die in Teilen ziemlich übertrieben stattfindet, es wird wohl ein Problem geben. Wir müssen aber erst einmal auf einfach gesetzlicher Ebene des Problems Herr werden, wenn das überhaupt notwendig ist. Zum Beispiel den Vorschlag, Facebook empfangspflichtig zu machen, also dass man Facebook anwaltlich besser anschreiben kann in Deutschland, halte ich für keinen schlechten Weg, weil dann die Gerichte auch mehr Zugriff bekommen. Aber das ist eben ein rechtsstaatliches Verfahren und nicht eine Veränderung unserer aller Verfassungen.